Das ist echt liebevoll. Man merkte schon ein bisschen, dass ich nicht mehr so viel Schaden mache und die Viecher mehr aushalten. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich warte immer noch. Ja, die hatten noch einiges wieder aus. Oh, eine prächtige Tour. Oh, da kommt was Schönes raus. Einst dachte ich, die Armee der Westmark sei unbezwingbar. Ich brauche mehr Zeit. Ja, und war doch bezwingbar. Die Angriffe werden heftiger. Bald werden sie die Überlebenden erreichen. Leute, nicht so schnell, ich kann doch gar nicht so schnell plündern. Hallo. Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. Eskortiert sie zur Enklave der Überlebenden. Und zwar sofort. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, eine prächtige Tour. Die nehmen wir immer gerne mit. Ah, zwei Scheinerchen. Ich hopp, wieder raus. Obwohl sich hier der Portal eher nicht lohnt. Von dem Weg her. Gehen wir hier hoch. Also man merkt schon, die Schwierigkeit angezogen hat. Zumindest sterben die Gegner nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Aber ist ja auch nicht schlimm. Irgendwann wird es wieder so sein wie vorher. Da haben wir dann wieder ein bisschen Herausforderung. So, hier ist nichts, hier gehen wir da rein. Ihr wagt es mich anzugreifen? Schnell! Wir müssen meine Freunde retten! Okay. Mag aber gerade nicht. Nicht so viel Loot. Es ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, wir voll. Die müssen dann noch ein bisschen ausschalten. Wenn er gerade abgeschlachtet. Ich bin verwirrt, hier sind so viele. Der Held der Bastion. Wo? Wer? Wie? Wo? Wer gegen wen hier? Ich weiß von nichts. Ach, du bist der Händler. Ehrlich gesagt, will ich das eigentlich nur loswerden. Den Spruch kenne ich wohl. Du bist einfach verwandt mit dem Typen, der in einer anderen Stadt stand. Ah, die sind doch schon mal besser. Die auch, muss ich auch gleich mal vergleichen. Heißt, Begleiterverzauberung ist noch. So, 1,1, 1,5. 3,5, 5,5, 14, 4 und dann Widerstandsarten, Bewegung 9, 12, Kampfflut, nehmen wir den da. Und geh wieder zurück. Wovon die anderen tot sind noch. Weil die sich ja nicht wehren können. Ihr wagt es mich anzugreifen? Hey, das ist geil. Geil, dass ich hier nicht liegen. Zack. Kann nur irgendwas gegen das ich prügeln. Noch einmal. Okay, das ist irgendwie eine neue Kreatur. Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Niemand kann mich aufhalten!
Das war's. Okay. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Und was genau macht das private Tagebuch des Königs in euren Händen? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Puh, deswegen ist er wahrscheinlich der andere abgehauen oder gestorben. Selbstmord begangen. Guten Tag. Guten Tag, Zimmerservice. Oh, da waren wir jetzt überall. Können wir jetzt den einzigen Weg gehen, den wir noch haben. Mit diesen ganz vielen kleinen Häusern finde ich gut. Man levelt dadurch auch gut, weil, ne, sind ja halt kleine Questen. Und, ja. Das ist schon mal was Positives an dieser Addon. Vor allem die überall diese Stelle, mein Gott, wie viele Waffen hat dieses Land gehabt? Okay. Ah, neue Gegner. Wahrscheinlich nicht. Eine ruhmreiche Entwicklung. Ja, ruhmreich. Für mich jetzt nicht allzu ruhmvoll. Aber ich hoffe nicht, dass ich einen Ruhm fülle, nur mit meinem Körpergewicht hier. Tschüss, Skeletti. Ein einziges Skelett versuchen zu besiegen. Auch du bist tot. Jeder muss mal sterben. Da können wir hergehen. Da ist nichts. Oh. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Ja. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Das habe ich jeden 5 Minuten, weil ich Angst habe, irgendwann mal wirklich zu sterben. Hey, du verwandelst dich nicht, wow. Los. Ein Schwert haben wir gekriegt. Das ist ein anderes Schwert. Wollen wir nochmal gucken. Oh. Gewährt eine Chance, den sehr gefragten Gegner um 1000 Waffenschaden als Kettenschaden zu fügen. Es ist ja schon mal nicht schlecht. Hat ein bisschen Intelligenz, hat keine Angriffsgeschwindigkeit. Oh. Sieht das denn wenigstens nett aus? Oh, leuchtet blau. Da kann man da noch was dran umschmieden. Mal gucken. Wir kriegen ja einen Wert davon weg und kriegen dafür mehr Schaden. Wie gesagt, ich möchte hier eher gerade alles mitnehmen. Oh, ja. Erfahrung und wir wollen es ja wieder am Schluss leichter haben. Mit Stufe 60 können wir noch eine Stufe höher stellen. Oder mehrere Stufen sogar, glaube ich. Ja, noch mehrere Qualstufen können wir dann schon. Das habt ihr nicht gerechnet. Das werde ich aber, glaube ich, nicht drauf anlegen. Hallo Bestrafer. Tschüss Bestrafer. Oh, ein Pestel. Da sollte man, glaube ich, nicht rein, ne? Nee. So, immer schön die Alten absuchen, weil nicht sieht man immer alles hier. Die große Pestilenz von Westmark tötete Mensch und Tier gleichermaßen.
Die panischen Überlebenden warfen die Leichen beider in die Pesttunnel. Die Anwesenheit der Seelenernter hat jedoch viele der dort Bestatteten wiedererweckt. Und die Knochen der Tiere erheben sich nun als Skelettkriecher, um die Lebenden zu töten. Die Phantasmen unterscheiden sich stark von allen anderen Geistern, die ich in Sanctuario zu Gesicht bekommen habe. Sie erinnern an niedere Dämonen. Jedoch werden die Seelen von Dämonen immer in den Höllen wiedergeboren. Ich vermute, dass es sich bei den Phantasmen um die Überreste früher Nephalem handelt, in denen mehr Dämon als Engel steckte. Okay, gab es da vielleicht sogar noch einen, der vielleicht übersprungen wurde? Liste? Geldkriecher, entzündete Phantasmen. Nein, gab's nicht. Nichts. Niemand kann mich ein paar Ratten. Ja, etwas größere Ratte. Ich habe nicht genug Arkan. Wow. Nein, ich möchte nicht in diesem Feuerball stehen. Scheint mir nicht allzu gesund zu sein. Mann, wie viel Mist hier unten liegt. Hätte ich genügend Gold, werde ich den Mist wahrscheinlich nicht mehr aufheben. Eure Verteidigung ist nutzlos. Da ich aber nicht genügend Gold habe, habe ich alles auf. Und so, da ist nichts. Haben wir den Kreis noch fertig, jetzt haben wir noch die Ecke da. Und ist, da es Ebene 1 ist, gibt es jetzt so einen Tunnel nach unten geben. Da ist nix. Ach, oder? Das Knochenlager, oft auch als Pesttunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen. Ach, wie liebevoll. Vor allem nicht ganz, was ich erwartet hatte. Ein würdiger Gegner. Euer Grab wartet. Ich will aber nicht begraben werden. Oh, was ein Ereignis. Noch nicht bereit. Also, wir sollen ja einfach nur töten. Aber... Ich bin verwundet. Oh, Alter, ich bin fast tot gewesen. Innen stehen ist eine ganz schlechte Idee. Ich habe gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Habt ihr das gesehen? Nicht bereit. Alter. Alter. Hilfe. Ja, selbst ist ja gar nicht mal so schlimm. Boah. Das habt ihr nicht gerechnet, oder? Oh. Ey,
ehrlich so, ich habe so manchmal ist mir das Herz gerade in die Hose gerutscht. Da muss ich echt zugeben. Unglaublich, wie gut ich bin. Oi, oi, oi. Was ein Schreck. Puh. Gut, dass wir den Cormac dabei hatten, wir wären wahrscheinlich schon sonst tot. Und genau das ist der Grund, warum ich auch jeden EP mitnehmen möchte. Genau aus diesem Grund, weil wir sonst wahrscheinlich eher tot sind und uns das lieb ist. Und ja, wir haben ja diesen Permadeath-Charakter, heißt einmal tot, immer tot. Deswegen, uncool. Oh. Geld! 8000 Gold, ja, alles meins. Oder die Musik ist ein bisschen laut gerade bei mir auf Ohren. Ich hoffe nicht bei euch auch so. Und ihr? Was hat euch dazu veranlasst, euch die Last der Welt aufzubürden? Mein Schicksal wurde in einem uralten Folianten vorhergesagt. Das hätte ich kaum ignorieren können, nicht wahr?